Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte mit euch einen schönen Rote-Bete-Carpaccio mit Rucola kreieren. Lasst uns jetzt einmal durchgehen, was wir heute vorhaben. Wir werden auf jeden Fall als erstes die Rosmarin klein schneiden, dann werden wir die rote Beete in Scheiben schneiden, die Apfelsine schälen und filetieren, dann werden wir den Ziegenkäse in kleine Scheiben schneiden, die Walnüsse werden wir etwas kleiner hacken und karamellisieren und dann den Rucola einfach nur waschen und vorbereiten. Für unser rote Beete Carpaccio mit Rucola brauchen wir natürlich vorgekochte rote Beete, genauso 100 Gramm Rucola, grobes Meersalz, 1 Esslöffel, eine Apfelsine, 2 Zweige Rosmarin, einmal 150 Gramm Schafskäse, 3 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Honig, 3 Esslöffel Balsamico. Und wir brauchen 100 Gramm Walnüsse. Als erstes heize ich den Backofen vor, und zwar auf Umluft, 180 Grad, damit, wenn es gleich soweit ist, der Backofen schon mal vorbereitet ist. Der arbeitet von ganz alleine, brauche ich nichts mehr dran tun. Dann fange ich an, den Rosmarin zu hacken, abzuschruppeln. Den Stiel einfach überlassen. Und wir zuppeln weiter ab. Die kleben etwas, die kommen bei uns aus dem Garten. So, gezuppelt habe, fange ich an, sie klein zu schneiden. Immer grob weg. Bis auf eine gewisse Größe, sollte nicht zu klein und nicht zu groß sein. Das ist nachher dem Geschmack selber, das lernt man mit der Zeit, wie groß man sie haben möchte. Dann fülle ich sie mir ab, weil ich sie erst später brauche. Ein kleiner Tipp, um die Walnüsse etwas kleiner zu machen, nehme ich einen Gefrierbeutel, fülle sie da rein und drücke sie da ein bisschen kaputt. Nur etwas, sie sollen nicht zu klein werden, man soll sie ja nachher schmecken und essen können. Und jetzt fülle ich sie zurück, damit ich sie gleich karamellisieren kann, wenn ich das haben muss. Als nächstes nehme ich die Apfelsine und werde sie filetieren. Dafür muss ich sie erstmal schälen, schneide den Kopf ab und fange an, die Apfelsine schön das Weiße mit ab, also nicht zu vorsichtig. Das heißt, die Schale ist gleich ab, jetzt schneide ich den Deckel unten ab, die Schale schmeiße ich jetzt in den Müll, damit ich Platz habe, um die Apfelsine gleich vernünftig zu filetieren. Jetzt kommt's. Das Filetieren ist mit ein wenig Übung gar nicht so schwer. Ihr seht hier die einzelnen Häute, die an den Oberflächen von den einzelnen Apfelsinenstückchen sind. Damit wir die nicht drin haben, sondern wirklich nur das Filet, schneide ich ganz dünn an der Haut vorbei und haben wir somit ein Filetstück, und hier sieht man, dass die weiße Haut übergeblieben ist. So. Die Filetstücke von der Apfelsine habe ich fertig, die stelle ich jetzt zur Seite, weil wir sie noch nicht benötigen. Dafür fangen wir mit dem Ziegenkäse an. Ich habe hier ein Backblech fertig vorbereitet, damit wir da die Stücke gleich einzeln drauflegen können. Jetzt schneide ich Stücke vom Ziegenkäse ab und positioniere sie auf dem Backblech. Jetzt ist der Ziegenkäse vorbereitet für den Backofen, stellen wir zur Seite, damit wir hinterher die rote Beete schneiden können. Jetzt zur roten Beete, die müssen wir schneiden. Dafür gibt es zwei Sachen, die wir auch beachten müssen, und zwar einmal einen Handschuh verwenden und einmal für die Holzfläche eine Unterlage, damit es nicht färbt, weil rote Beete ist wirklich grausam. Sie sollte nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn sein. Man will ja etwas davon schmecken hinterher.
schön einfach nur in Scheiben. Wie gesagt, nicht so dünn wie beim Rindercarpaccio. Ein bisschen soll man davon hinterher merken. Und wenn die Scheiben nicht so hundertprozentig gerade geschnitten sind, das macht nichts. Hauptsache, sie sind geschnitten. Jetzt die Scheiben zur Seite, damit ich sie gleich auf dem Teller schön anrichten kann. Das kommt natürlich in die Spüle. Der Handschuh kommt erstmal aus. Jetzt werden wir die Walnüsse etwas karamellisieren mit Honig in der Pfanne. Etwas Honig drüber. Und fertig. Den Honig und die Walnüsse etwas miteinander vermischen. Dadurch, dass der Honig etwas flüssiger wird, haftet er überall an den Walnüssen an. Das Ganze dauert maximal 2 Minuten. Um einen Ziegenkäse vorzubereiten, nehme ich den Rest des Honigs und träufle ihn auf meinen Ziegenkäse. Wir hatten 3 Esslöffel Honig am Anfang genommen. Wir haben ungefähr 1,5 in den Walnüssen verarbeitet und den Rest verarbeiten wir hier auf den Ziegenkäse. Kommt das Backblech für 3 Minuten in den Backofen, den wir vorhin schon mal vorgeheizt haben, auf 180 Grad. Mit der Schiene. Dann haben wir Zeit, das Ganze anzurichten. Weil der Ziegenkäse ist das Letzte, was wir draufstellen. Die 3 Minuten waren um, den Backofen habe ich aus und etwas aufgemacht, damit das nicht zu sehr verläuft. Jetzt würde ich anfangen, das Ganze anzurichten. Ich bin da ein bisschen komisch. Ich hab gerne etwas Olivenöl unter den ganzen. So. Jetzt nehme ich die rote Beete und verteile sie großzügig auf meinen Teller. Wenn ich die rote Beete positioniert habe, bestreue ich etwas von dem Rosmarin drüber. Setze dann etwas Rucola obendrauf. Beträufel das nochmal mit Öl und Balsamico. Dann kommt das von den karamellisierten Nüssen damit drauf. Schön verteilt, wenn es geht. Apfelsinenscheiben nehmen wir mit dazu. Etwas groben Salz. Ganz etwas Pfeffer. Und jetzt nehmen wir 2 Stücke von dem gratinierten Ziegenkäse. Setzen ihn damit drauf. Das ist unser Rote Beete Carpaccio mit Rucola. Wenn ihr es nachgemacht habt, würde ich mich freuen. Stellt Bilder ins Netz, schickt sie mir. Ich würde mich sehr freuen. Denkt dran, den Daumen hoch bei mir und folgt mir auf Instagram. Genauso wie ich mich freuen würde, wenn ihr mich hier abonniert, damit ihr seht, was in den nächsten Folgen kommt. Ich freue mich auf euch und auf die Reaktion. Danke! Kochen einfach Hardy. Denkt dran, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.